Dann haben wir das doch geschafft hier. Oh, das ist doch super. Oh, da vorne ist der Sommer. Ein bisschen Sommerstimmung. Flips. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe jetzt dieses Jahr jetzt im Sommer gerade auch das ist sogar die Rückreise von der Gamescom oder sowas. Da fahre ich dann auch wieder mit dem Fernbus. Bin echt mal gespannt, wie dann die Fahrt ist. Also ich habe mir echt, das habe ich glaube ich schon in anderen Videos mal erzählt, mal im Fernbus-Simulator, bis das Thema Fernbus hochzuhalten, dass ich niemandem empfehlen würde, extrem lange Strecken mit dem Fernbus zu fahren. Also, weiß nicht, ich habe das als ein bisschen unbequem empfunden, dass mir die Bahn echt lieber. So einmal durch komplett Deutschland ist einfach mit der Bahn wesentlich bequemer. Aber für so Mittelstrecken, so 4-5 Stunden, finde ich das echt okay. Also da mache ich das so wieder, weil es halt einfach auch günstig ist. Muss man als Student ja ein bisschen drauf achten und dann ist es ja nicht schlecht. So, Nürnberg, Konstanz, nö. Bei uns geht's geradeaus, müssen wir so ein bisschen konzentrieren. Ich weiß, wenn man jedes Mal andere Simulationen unter die Fingernägel kriegt, dann machen wir das mal ein bisschen andere. Haben wir andere Eigenheiten, auch so verkehrstechnische Eigenheiten, von dem her müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir gerade auf der A8, bin hier auch schon ein paar Mal runtergefahren, nicht ganz bis München, aber bin ich mal gespannt, weil theoretisch zwischendrin überqueren wir ja die Schwäbische Alb mit der A8. Und da gibt es dann einen Teilbereich, wo die Autobahn so aufgesplittet wird in beide Richtungen, dann fährt man dann halt durch die Berge da durch. Ich überhole da mal. Achso, nee, überhole ich mal nicht. Jetzt überhole ich da mal. Ja, das war wieder sehr riskant, ich weiß, bla bla. Ganz, ganz schlimm, Josh. So. Uiuiui. Das Geschwindigkeit hier. Ich fühle mich etwas schnell. Aber ich darf so schnell fahren hier. 100 ist ja okay. Ich würde mich eigentlich sehr geil jetzt in die rechte Spur eingehen will und einfach nur meine 100 fahren. Oder meine 80 von mir aus auch. Aber die gelben auch noch überholen oder wollen wir hier rein? Ach, guck mal. Setzen wir uns auch gerade mal hier rein. So. Bin ich mal gespannt, weil in den Update-News stand ja auch drin, die Kochertalbrücke haben sie implementiert. Und da war ich auch schon mal, und das muss ich sagen, ist ein Bereich, der sieht echt nicht schlecht aus. Also die Bereiche, wo sich halt vorgenommen wurde, dass man das realistisch gestaltet und das versucht realistisch nachzubauen, das hat Wiedererkennungswert. Also die Kochertalbrücke kann man, finde ich, echt gut wiedererkennen. Ja, ne? Also finde ich nicht schlecht. Und deswegen bin ich ja in der Hoffnung, dass wir hier auf der A8 vielleicht auch noch den Teil damit erleben irgendwie. Weil der fährt echt seine 80, der LKW, gell? Ja, jetzt nichts ist, da können wir mal rausziehen. Ja. Wir haben auch schließlich einen Fahrplanhammer. Und von dem her, den sollten wir ja müssen wir hochhalten. Hoch die Hände, Fahrplanwochenende. Yay, freihändig. Ja. Nicht um Relive zu empfehlen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Bei Risiko und Nebenwirkungen fragen sie, keine Ahnung, ihr Fahrlehrer. Oh. Immer gleich schon wieder auf die rechte Spur, wie wir es gelernt haben, ne? In der Fahrschule. Immer kann ich aber das Licht im Fahrgastraum ausmachen, weil das gefühlt nämlich sehr viel Performance zieht. Bin auch immer gespannt, wie das auf meinem anderen Rechner läuft. Müsste ich ja mal ausprobieren. Aber ich weiß auch gar nicht, inwiefern diese Profile portabel sind. Ist mir jetzt gerade bei ETS, ATS und Co. aufgefallen. Die Profile sind nicht portabel. Das heißt, ja, ne, dein Profil ist dann halt da und das synchronisiert Steam nicht. Das ist zum Beispiel bei City Skylines ist das anders. Das ist voll cool, da kannst du halt die Map synchronisieren über den Steam-Account und das wird hier wahrscheinlich jetzt halt nicht so sein. Gut, das Problem haben jetzt auch noch YouTuber wahrscheinlich, aber ach ja, erstmal nachladen, wenn wir da sind. Klar. Jetzt sind es halt in Anführungsstrichen nur noch 160 Kilometer. Ich glaube aber, ich verdünnisiere mich mal auf eine der Spuren, weil dort rechts sehr wahrscheinlich gleich. Ach ne, wir müssen eh abfahren nach Augsburg, oder? Ach ne, wir müssen ja gar nicht Augsburg raus. Uiuiui, sind wir schnell. Müssen wir nicht raus, das heißt, da können wir dann die anderen mal so ein bisschen auf die anderen Spuren lassen. Ne, Kollege! Hat doch das alte Repaint. Du da. Na, dich meine ich. Oh, was ist da rot? Ach, das ist die Gegenrichtung. Hab schon wieder Angst gehabt. Oh, da ist wieder irgendwas. Aber ist ja nicht. Da vorne ist so eine Baustelle. Da glieder ich mich dann gleich mal hinter den. Da. Ne?
hinter dem hier ein, weil ich habe wenig Lust, mir irgendwas in Genick zu brechen. Genau. Achtung, Baustile. Vorsicht auf der A8. Ja, das ist München Richtung Stuttgart zwischen Augsburg und, keine Ahnung, nächste Station halt an der Baustelle. Aber kein Stau, das läuft da ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schnell. Ja, das ist eng. Haha, ist das eng. Oh, ist das eng. Hui. Oh, war eine enge Auffahrt. Habt ihr auch nochmal alle, ey. Und das hat alles ganz normale Auffahrt verkaufen. Gut, in Baustellen ist es eng, das ist Tatsache, aber das hatte ich also heavily. Ach, der schöne Slide-Effekt von der Unreal Engine, der ist super. Also dieser Nachzieheffekt. Ich finde den immer noch wunderschön. Ich finde das auch super, dass das so nachghostet. Das hat einfach auch was. Ich setze mich wieder rein hier. Ist ja sonst ein bisschen eng. Also so geht das schon, aber normalerweise sind ja diese Schlenker, diese Baustellenschlenker sind ja meistens ein bisschen großzügiger gestaltet. Eigentlich kenne ich das so. Ja, genau, die sind sehr schlenkerig. Aber gut. So ist es, ne? Da machst du nichts. Habe ich irgendwo einen Retarder hier oder so? Ich glaube, es retardert. Aber es zeigt mir nichts an, ist egal. Kriege ich aber auch irgendwie so. Und so, die Baustelle hat es irgendwie passiert. Wie Tomaten, die passiert man auch sehr gerne. Ja, der Witz ist, der wird auch nicht alt. Der ist auch einfach gut. Müsst ihr auch einfach einsehen. Der ist super. Seht's ein, er ist gut. So, jetzt haben wir noch 120 Kilometer für 1,5 Stunden. Also wenn wir jetzt echt 100 fahren, dann klappt das. Wenn nicht, dann nicht. Na, gucken wir mal, dass wir das vielleicht mal machen hier. Bisschen mehr Luft reinlassen da. Ja. Fände ich nicht schlecht. Das stick mal da vorne noch. Oh, ist zu warm, oh, ist zu kalt. Ah, die Fahrgäste, ey. Hör, sie fahren zu langsam, hör, sie fahren zu schnell. Was haben wir jetzt hier? Achtung. Achtung, keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Oh. Ich habe aber alles richtig gemacht, oder? Also ich kann jetzt da gemütlich rausfahren und das ist okay. Also ich habe jetzt alles richtig gemacht, ne? Also ich habe Licht an und. Ist alles okay, oder? Führerschein habe ich dabei, Fahrkarte, Fahrzeitüberschreitung habe ich nicht. Oh ja, gut, dann machen wir doch mal die Kontrolle mit hier. So, dann haben wir mal hier Hals der Polizei. Halsstoppbezeichnet. Sieht man das auch nochmal irgendwo, oder nicht? Die fahren zu langsam. Ich fahre nicht zu langsam. Doch, Josh, nein. So, was ist denn die Kontrolle hier? Le Control. Da vorne ist Le Control. Ah, da ist Le Control. Da ist Le Tankstelle, Le Zapsoile und da vorne ist Le Control. Passe ich da rein? Achso, muss ich gar nicht reinpassen. So, jetzt gucken wir mal. Die Auswertung. Führerschein dabei. Fahrzeugschein dabei. Licht habe ich an. Klar, natürlich. Warndreieck. Oh, pf, keine Ahnung, habe ich dabei. Warmeste auch. So, eingeschaltete Fahrgäste. Oh, ihr seid so lieb. 11 von 13. Das ist anscheinend in Ordnung. Okay. 11 von 13 sind angeschaltet. Oh, das ist ein guter Schnitt. Ja gut, da kann ich auch immer nur so ein Video was dafür als Fahrer. Ne? Ich habe ja vorher zumindest alibimäßig die Ansage da durchlaufen lassen. Bisschen kurz. Kleinen Moment. Von dem her, das muss reichen, ne? So, jetzt geht's einmal auf hier. Und beschleunige meinen Bus. Mit deinen 500 PS, oder die du hast. Wahrscheinlich ungefähr. Jetzt haben wir Zeit verloren, gell? Ja, super. Gut, aber so ist es halt. Da machst du nichts. Gut, Fernbusse werden wahrscheinlich auch in der Realität vermutlich recht oft kontrolliert. Deswegen ist ja alles auch okay, ne? Aber wir haben ja gerade erst angefangen. Wir haben keine Lenkzeitüberschreitung. Bei weitem nicht. Wenn, dann würden sie eher noch hier mich mutmaßlich wegen Lenkzeitmanipulation oder so irgendwie einsacken, weil, keine Ahnung, erst 1,5 Stunden gefahren ist ja schon wenig.
Aber klappt ja alles, ne? So, 100 haben wir auch. Wunderbar. Halt bei dir jetzt mehr oder weniger. So ein Abstandsregeltempomat wäre jetzt halt cool, aber kann doch nicht alles haben. Musst du ein bisschen selber arbeiten. Ja, ist okay. Mache ich ja auch. Jetzt haben wir noch eine Stunde und ungefähr eine Stunde von den Kilometern her. Ja, ja, gut. Je nachdem, wo wir nach Stuttgart hin müssen, passt das dann auch, ne? Wenn wir jetzt noch ganz viel Autobahn fahren, dann ist okay. Wenn wir jetzt mehr Landstraße fahren, wird es vielleicht ein bisschen eng, aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Da vorne sieht es ein bisschen bergig aus. Jetzt bin ich ja gespannt, ob wir tatsächlich ein bisschen Berge passieren, sodass keiner auf der Spur, gut, keinen, den ich reinlassen muss. Ja, immer ekelhaft, Leute, die auf die Autobahn auffahren. Bäh, widerlich. Ja, du bist ja immer manchmal auf die Autobahn aufgefahren. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. So, aber irgendwie lässt sich jetzt, ich weiß nicht, ob da was gemacht wurde, aber irgendwie lässt sich das jetzt ein bisschen entspannter fahren auf der Autobahn. So, ey, gut. Lenken musst du trotzdem noch wie Bolle. Aber die wechseln nicht mehr so komisch die Spur, es gibt nicht mehr so komische Spurwegteile oder ich war einfach jetzt gerade an noch keinem. Das macht so ein bisschen entspannter hier gerade. Heute echt eine ewige Lenkradumdrehung für so eine Mini-Kurve brauchst, das komme ich immer noch nicht drüber weg. Das finde ich immer noch etwas befremdlich, aber gut. Jetzt haben wir 77 im Schnitt fahren, dass wir pünktlich ankommen. So. Und hier haben wir jetzt alle 2 Meter. Nee, haha. Nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich jetzt echt nicht. Es ist wie mit der Fahrscheinkontrolle. Ich weiß, an einem Tag, es war irgendwie nicht Deutsche Bahn, sondern es war tatsächlich einfach unsere Stadtbahn. Ich wurde 3-mal kontrolliert. 3-mal. Ich steige an der einen Station aus, die einen Kontrolleure und 2 Stationen später steigt der nächste Sack ein. Ja, wow, habe ich mir auch gedacht. Leute, super. Also die anderen haben sich irgendwie beschwert drüber. Ich habe mir gedacht, ja gut, dann hältst du nochmal deinen Fahrschein hin, machen wir es ja auch so. Halte ich hier nochmal meinen Fahrschein hin. So. Alle da. Schnarch. Hui. Hui. Fahrzeugkontrolle. Flup, flup. 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 12 von 13. Einer hat sich angeschnallt. Wow. Einer hat was draus gelernt. Ja, oder die beiden, die von der Polizei ermahnt worden sind, haben sich jetzt angeschnallt und einer hat sich gedacht, ja nee, jetzt kommen die nicht auch nochmal. Jetzt kann die ja irgendwo angeschnallt hier sitzen. Ja, irgendwie sowas wird es ja schon sein. Ich würde jetzt gerne aber echt vorwärts kommen, Leute. So, beschleunigen und rauf hier. So, der Blick in den Spiegel verrät, ist ein bisschen hell, aber die wird gerne rüber. Auch ist eine sehr kurze Auffahrtsspur, aber wir kriegen ihn. Jetzt müssen wir echt ein bisschen hier berghoch beschleunigen. Steht da links einer? Die stehen da. Warnblinker, habe ich irgendwo einen Warnblinker? Ich blicke mal so Warn. Ja, du bist doch ein Penner, ey. Kann ich denn irgendwie... Ja, und du fährst auch ein bisschen langsamer. Fahr auf den Standstreifen oder... Danke. Ja, zieh einfach raus, wenn ich da auch schon bin. Ist okay. Spiegel gucken ist nicht. Nee, nee. Leute, aber was war das denn jetzt hier? Ist das jetzt ein provoziertes Feature-Event oder ist das einfach wieder nur ein KI-Bug? Das weißt du nicht. Könnte aber tatsächlich beides sein. Ach, guck mal, die Autobahn teilt sich. Ach, guck mal einer an. Tatsächlich... Cool, cool, das gefällt mir jetzt. Das finde ich super. Gibt das Schwäbische Abi. Ich darf 120 fahren. Jo, wahrscheinlich. Fahr ich jetzt 120. Ich darf eh nicht 120 fahren. Ich darf eh nur 100 fahren. Tatsache, guck mal. Also ich muss ja gar nicht bergab bremsen. Haha, da war ja was. Ich hab bestimmt gedacht, komm, jetzt machst du eine Tade rein bergab. Nee, nee. Du musst trotzdem noch Gas geben, dass du da nicht stehen bleibst. Bergab. Gute Physik Engine. Hm. Das ist tatsächlich hier drin. Okay, gut, das da finde ich dann gut. Dann bin ich zufrieden. Also dann echt so ein Teil, wo es dann, wenn es dann ganz viel berghoch geht, würde das auch echt teilweise zu vergleichsweise krassen Staus dann kommt. Ja. Ist jetzt hier zum Glück nicht so, ist ein bisschen weniger los. Ist am Morgen um 9, will auch keiner hier auf der Autobahn sein. Von dem her, ich dachte ja alles in Ordnung. Ich habe immer so das Bedürfnis jetzt zu bremsen.
als bergab geht. Ich muss trotzdem zu 45% auf dem Gas stehen, dass der mir nicht langsamer wird hier. Guck mal, das ist ein Tunnel. Schick, schick. Und die dürfen alle schneller fahren. Ich fahre meine 100 hier. Und da vereinigen wir uns wieder. Ja, das tun wir, ne? Hui, darf ich da mal? Oder ist Überholverbot irgendwie? Ne, ist einfach nur 100 im Tunnel. Gut. Jetzt ist da 80. Huiuiui. Hä? Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ja, aber ich hab mir gedacht,